Willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Im letzten Part haben wir hier den Tatort des Mordes an Sir Gregory... Nee, stimmt überhaupt nicht, so hieß der Mensch nicht. Sir Rodney Bentcliffe untersucht. Sir Gregory Pitkin ist der Direktor dieser Therme, in der der Mord stattfand. Außerdem gibt es noch einen Mr. Garrow, der von der Stadtverwaltung ist, und einen... Mr., ich habe den Namen jetzt doch wieder vergessen, nee, Blinkhorn, der auch ein Archäologe ist. Das ist Mr. Blinkhorn, der Archäologe. Das ist Mr. Sir Gregory Pitkin, der Direktor-Typi, und das ist Gary von der Stadtverwaltung. Genau. Sir Gregory Pitkin hier hat angeordnet, dass dieses Feuer angemacht wurde, schon abends. Und in diesem Feuer haben wir ein Stück Metall gefunden. Dieser Mensch hier hat Blut an seinem Handtuch. Hier vorne wurde Sir Rodney ermordet. Genau. Und dann hatten wir da hinten noch so ein bisschen Archäologiezeug gefunden. Ich kann ja gerade nochmal hingehen, während ich niesen muss. Oh Mann, das muss immer richtig blöd aussehen, wenn die Maus so hoch geht. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Mhm. Genau, und jetzt wollen wir... Genau, hier war noch die Werkstatt von Rodney. This area serves as... Und die Werkstatt auch gleichzeitig. Hier hätten wir noch so ein paar Sachen gefunden. Ich erzähle das jetzt gerade nochmal einfach, weil ich im letzten Part so verwirrt war über diese ganzen Sachen. Deshalb fasse ich es gerade nochmal zusammen, weil ich es mir eben nochmal angeguckt habe. Kurz, und jetzt wollen wir alle drei Verdächtigen zum Yard bringen und dort befragen. Ich denke, dann wird auch alles nochmal etwas, durchsichtiger. I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Keine Einwände. Wir können los. None, Lestrade. Könnte natürlich sein, dass ich jetzt trotzdem irgendwo Hinweis übersehen habe. Ich hoffe, das ist natürlich nicht so. Aber mal sehen. Scotland Yard. Meine Theorie ist weiterhin die des eines Eisdolches. Wir können ja gerade mal Herleitung machen, ob wir da gerade irgendetwas haben. Haben wir tatsächlich Champagner. In der Umkleidekabine der Thermen wurden eine Champagnerflasche und ein Eisbehälter gefunden. Wir wissen noch nicht, wer sie dorthin gebracht hat. Wir wissen allerdings, dass Sir Rodney etwas zu feiern hatte aufgrund seiner archäologischen Ausgrabung, die er nämlich, genauso wie Mr. Blinkhorn anscheinend, also anscheinend sind sie beide gewissermaßen Archäologen, obwohl das über dem ermordeten Mr. Rodney Bentcliffe gar nicht so erwähnt wurde, aber es ist wohl so. Und ja, da hatten sie wohl ein bisschen was zu feiern. Eigentlich hatte der Direktor in dem Sinne auch was zu feiern, also Sir Gregory Pitkin, da die Thermen halt gerade auch als Ausgrabungsstätte fungierten. Rechtzeitiges Auftauchen. Sir Rodneys Auftauchen rettete die archäologischen Arbeiten in den Thermen, genau. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass es da etwas zu feiern gab, aber das ist nicht so ganz offensichtlich anscheinend. Mich wundert gerade, dass wir nur diese wenigen Herleitungen haben, aber okay. Denn eigentlich haben wir ja noch viel mehr Hinweise gefunden, würde ich jetzt so spontan behaupten. Aber gut. What should we do next, Holmes? Mr. Holmes? Werden wir sehen. Henry Stallhammer, Police Note ist ein 100 Pfund Reward. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier auch nochmal. Hier wird echt viel... Ach, guck mal. Nee, doch nicht. Ist nur ein Mensch, der ähnlich aussieht. Halt ähnlich gekleidet ist wie unser guter Patrick Cairns, der ja eigentlich da hinten irgendwo eingesperrt sein müsste jetzt. Außer er ist das wirklich und wir können ihn noch nicht ansprechen. Wäre ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber mal schauen. Haben wir immer noch hier Missing? Ich weiß jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht, welches Jahr wir haben. Ob wir da irgendwie viel weiter gekommen sind. Oder ist er das doch? Er sieht echt so aus, oder? Ist aber nicht im Gesicht, nur von der Kleidung her irgendwie. Mr. Holmes? Naja. Wir wollen hier hinten zum Befragungsraum. Obwohl wir hier vielleicht auch gerade noch mal ein paar... Oh, hier sind die... Das Hab und Gut unserer Verdächtigen und vermutlich auch des Opfers. Genau, Bentcliffe. Dann gucken wir erst vom Opfer. Da ist auch der Ring, den er abgenommen hatte vorher. Na, ich will eigentlich... Fokussier dich, danke. Dann schauen wir uns das zuerst an. Dann haben wir vielleicht direkt auch Druckmittel. This ring
was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Ja, dann gucken wir gleich mal, was das für ein Ring ist. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Ja, der ist tatsächlich, oder ja, er sieht sehr, sehr alt aus. I see the join. This ring was repaired and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Stimmt eigentlich. Ich meine, klar, wenn das irgendwie der erste Ring ist, den er jemals gefunden hat oder sowas, ne, vielleicht gefiel er ihm deshalb so sehr. Aber vielleicht ist da auch, steckt auch mehr dahinter. An old and rather dirty coin. Gut. Die hat er auch dabei. Da denke ich natürlich sofort an den Styx, wo man den Verstorbenen damals eine Münze mitgegeben hat, damit sie da halt rüberfahren konnten. A hand-drawn map. Also quasi als Symbol, dass hier vielleicht auch jemand eben diese Münze gegeben hat. Dann würde der Verdacht natürlich auf Blinkhorn gelenkt werden, da er ja auch ein Archäologe ist. Ich sag das jetzt mal so. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. Ja, soll natürlich niemand sehen, dass wir hier lieben. A few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Dass wir die Beweisstücke hier verunstalten. Oh Gott, ist das viel? Oder wie weit runter geht das? Okay, es geht ja eigentlich. Aber das ist irgendwie so, weil der Stift so klein ist. Was haben wir denn da? Heute habe ich ihn, was steht da? Beinahe gefunden. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen oder so. Ja. Nicht schlecht. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. So wie letztes Mal, nicht wahr? Was steht da unten rechts? John H. Watson. Na, es wird ja echt deutlicher zu lesen, ne? Cool. Ja. Ja, wenn der Mörder die Seite rausgibt. Mr. Holmes, the coroner. But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well. Was ich gerade sagen wollte, es kann natürlich sein, dass Blinkhorn dann seinen direkten Konkurrenten ausschalten wollte jetzt, um den Ruhm alleine einzustreichen sozusagen. Naja, also dass er gemerkt hat, okay, der Mr. Rodney, Sir Rodney Bentcliffe steht jetzt wirklich kurz vor dieser Entdeckung halt, wie er es ja geschrieben hat, ne? Und deshalb hat er ihn ermordet und auch diese Seite entfernt, damit niemand weiß, dass er schon kurz davor stand, ne? Damit wirklich der gesamte Ruhm dann auf Blinkhorn übergeht. Bericht des Gerichtsmediziners. Betreff Sir Rodney Bentcliffe, Alter 63. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den dahinterliegenden Frontallappen und das Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerungen gefüllt ist, okay? Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Ist das irrelevant, ist die Frage. Elemente einer verwesenden Mumie zum Beispiel oder von getrockneten und verfaulenden
Lebensmitteln, die als Grabbeigabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so. Schätze ich eher an wie so ein Detail, das ein bisschen mehr Realismus einbringen soll. Weil ich gerade nicht weiß, wie das relevant ist, weil mit dem direkten Tod am Kopf hat es jetzt ja nichts zu tun. Und Kampf gab es ja eigentlich auch nicht, zumindest gab es jetzt nichts, was darauf hindeutete, der halt dann diesen sowieso schon 63 Jahre alten Menschen irgendwie noch in einen Nachteil gebracht hätte. Also diese Verletzung dann. Also was heißt Verletzung halt, ne? Diese, ach so, doch, eine alte Verletzung wird auch so genannt. Von daher, ja, weiß nicht. Vermutlich ist es wirklich einfach nur für Realismus so. Aber gut, okay. Das mit der Klinge, vor allen Dingen eine gebogene Klinge, das macht mich gerade so ein bisschen stutzig, weil so ein Eisdolch, hätte ich jetzt eher gesagt, ein Eisding ist schwierig, obwohl eigentlich ist es nicht schwierig, einen Eisgegenstand gebogen hinzukriegen, man muss halt nur die richtige Form haben, ne? Ist klar, aber so ein Eiszapfen ist halt deutlich einfacher zu machen. Die Frage ist auch, wie man den eigentlich transportiert und aufbewahrt. Vielleicht könnte er nämlich diesen Eisring einfach unten in den Eimer reinlegen. Sozusagen, das wäre dann halt auch nicht so schwierig, sag ich mal. Aber es ist halt, muss man halt auch drauf achten dann, ne? Blinkhorn, der eventuell verdächtig ist. An ordinary pencil. Ein gewöhnlicher Bleistift. Obwohl aus einem Bleistift, der sehr viel zu lesen ist, wie man von den drei Studenten vielleicht noch weiß. Sir Gregory Pitkins Brief. Sir Gregory Pitkin, Direktor. An Mr. Blinkhorn. Genau, ich wollte gerade sagen, irgendwie, wieso denn Pitkin? Wir sind doch gerade bei Blinkhorn. Nee, aber genau. Geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Okay, anscheinend geht's gerade nicht so gut. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter Ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Oh, es ist Ihnen nicht gelungen, irgendwas von Wert zu finden und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, den Menschen heute als das Erlebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringendst, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologischen Forschungen in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Unternehmung zu finden. Okay, das heißt, zumindest war der Direktor daran interessiert, dass man nicht mehr so lange hier Untersuchungen anstellen sollte würde. Allerdings war jetzt ja tatsächlich Mr. Rodney Bentcliffe, Sir Rodney Bentcliffe, kurz davor tatsächlich etwas zu finden. Und also wir standen ja wirklich extrem kurz davor, sag ich mal. Und Mr. Blinkhorn hat tatsächlich ein gutes Motiv gehabt, jetzt diesen Fund für sich geltend zu machen. Ja, das ist doch durchaus schon mal interessant. Blutiges Handtuch, das haben wir ihm einfach mal weggenommen. Medikamentenfläschchen. Genau, das ist dann von Mr. Garrow, war das gerade, ne, glaube ich. Okay, was gibt's da hinten? Kann ich gerade nicht sehen. A file with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's Wortflower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Okay. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. So würde es mehr Sinn ergeben, weil als er ihn gefunden hat, war Sir Rodney ja bereits tot. Von daher, ja, es ergibt definitiv mehr Sinn, dass das sein eigenes Blut ist, das stimmt schon. Es hätte halt sein können, dass wenn er quasi während des Mordes direkt an Rodney stand, ne? Ups, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, wer das ist. Ich guck gerade nochmal. Also, obwohl, das war eben Garrow, ne? Ja, genau, der ganz links stand. Der Stadtverwaltungstypi. An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Oho. Und die Visitenkarte. Wieso müssen wir die extra umdrehen? Ach Gottchen. Kriegen wir das hin? Ja. Sir Gregory Pitkin, Manager Roman Bath. Sir Gregory Pitkins Visiting Card.
Ja, obwohl ich gerade nicht ganz sicher bin. Das mit dem Stift, ja, okay, obwohl, nee. Gibt es den Stift? Es könnte sein, dass dann eine, irgendwas gefälscht wurde. Irgendeine Nachricht. Aber ich habe jetzt halt nicht darauf geachtet, ob die mit Bleistift oder mit Kugelschreiber oder so geschrieben wurden. Von daher, ja, bringt mir die Information jetzt gerade nichts, ehrlich gesagt. Und der Füllfederhalter ist halt wertvoll, aber das war ja klar. Also das heißt, war ja klar, aber das ergibt ja Sinn. So, jetzt noch kurz die Leiche untersuchen. Und dann die Zeugen befragen. An unusual wound. Inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Ja. Was tatsächlich doch relativ seltsam ist. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion. But there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Genau, das hatten wir eben auch gelesen. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Okay, gibt's hier so ein... Oh, okay, alles klar, gut. Das muss ich vielleicht zensieren. Nein. The bruising is in lines. Some light bruising, caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Er ist irgendwo runtergeklettert, natürlich bei seiner Ausgrabung. Das würde jetzt am meisten Sinn ergeben. Sie fragt, ob wir irgendwo noch so ein, ob er da halt unten was gefunden hatte. Und Blinkhorn möchte da jetzt auch hingehen. Also wir müssen irgendwo quasi nach einem Loch suchen, jetzt in den Thermen nochmal. Glaube ich, würde ich jetzt so spontan sagen. Deshalb müssen wir das Ding dann hinten wirklich aufräumen, was Holmes ja schon angekündigt hatte, oder angedeutet hatte. Dass, wenn es erforderlich ist, das Außenweg zu räumen, dann, dass wir das dann auch machen. Ja. Ja, vor allen Dingen wäre es sowieso vielleicht nicht ganz schlecht, das Außenweg zu räumen, um halt zu sehen, was wirklich da gefunden wurde. Achso, habe ich gerade schon versucht, ne? Okay, ich dachte gerade, ich würde irgendwie feststecken. So, hallo Mr. Blinkhorn. Hallo Mr. Pitkin. Und hallo Mr. Garrow. So, ich möchte, glaube ich, mit dem Hauptverdächtigen, Mr. Blinkhorn, als letztes sprechen und mit dem wenigsten Verdächtigen, Mr. Garrow, als erstes. Please escort this suspect for interrogation. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Ach ja, genau, stimmt, das hatte ja Lestrade am Anfang gesagt, dass er ihn hier verdächtigt, weil er so ein bisschen seltsam in der Birne ist oder so. What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologize. Ja, okay, gut. Sir Rodney, über den wollte ich sowieso ein bisschen, vielleicht auch in welcher Verbindung stehen Sie zu Mr. Rodney, aber ich wollte eigentlich sowieso gerne ein bisschen mehr über den erfahren noch, aber mal sehen. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. Is I. I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... No, nothing. I'm better now. Oh Mann, das ist echt richtig durch, ey. Oh Mann, oh Mann. Man sieht doch schon, der scheint zu schwitzen und so weiter. Dem geht es echt nah. Please try to recall what you saw today. The room was so... So hot, I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife. What did it look like?
Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Okay, wie konnte er denn den Dolch überhaupt sehen? Wenn, ich meine, dann war ja schon alles voller Dampf und er hat seine Brille abgenommen, obwohl er kurzsichtig ist. Ich meine, das muss ja dann super schwierig für ihn gewesen sein, überhaupt irgendwas zu erkennen und dann den Dolch dann noch zu erkennen. Das ist ein bisschen seltsam. Aber vielleicht hat er auch wirklich dann nur, wenn er halt sagt, er leuchtete wie Gold, hat er vielleicht irgendein Licht durch dieses Eis, wovon ich ausgehe, scheinen sehen. Das wurde dann halt so gebrochen und dann hat er halt ja nur das Licht im Grunde gesehen, was sich bewegt hat. Wäre jetzt so meine Idee. Weil sonst halt, eigentlich könnte er ja nichts sehen, sag ich mal. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. Okay, was sind für alte Münzen? This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Ich meine, wir haben ja eine Münze bei Sir Rodney gefunden. Nun wollte die her. Ich dachte, er wäre weggegangen, weil er mit diesem königlichen Typen da sprechen wollte, um irgendwie noch ein paar andere Mittel zu mobilisieren. Und vielleicht, also das könnte natürlich immer noch damit zusammenhängen, aber was waren das denn für Münzen? Wieso waren die feucht? Und wieso hat er gelacht? Ich meine, vielleicht vor Freude gelacht, weil er jetzt wirklich seine Mittel bekommen hat, aber... Und wenn die Münzen nicht, vielleicht wollte er damit irgendwas vortäuschen oder sowas, würde das Sinn ergeben? Also, dass die Münzen nichts wert sind, aber wertvoll aussehen oder so? His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Hat er das geflickt, oder was? Ah, es geht um den Ring von Sir Rodney, ne? Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Obwohl, stimmt, wenn er dann auch halluziniert hat mit dem Dolch, wenn er ja sowieso nichts sehen konnte, das würde noch mehr Sinn ergeben, nicht wahr? Stimmt. Gut. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Nee, der war ja auch zum Feiern von ja, im Grunde allen anderen dreien, aber nicht ihm, nämlich vom Entdecker dieser Funde selbst, also vom Opfer von Sir Rodney, dann vom Thermbesitzer, der halt ja dann auch diese ganzen Journalisten und so kriegt, und von Blinkhorn, der irgendwo auch mit beteiligt war. So, jetzt noch eben diesen Mann hier untersuchen. Unrasiert, Achso, da, doch. Genau, das wollte ich hier eben schon sagen. War gerade schon fast erstaunt, dass da doch nichts war. Augenringe, Dreckige Kleidung. Was ist das? Abergläubisch. Oh Mann. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Das kann natürlich auch immer sein, würde ich aber nicht behaupten. Also dann würde ich eher den Weg des geringsten Widerstands gehen und die wahrscheinlichste Vermutung erstmal auch annehmen. So, wollen wir die anderen beiden auch noch besprechen? Ja, können wir eigentlich machen, ne? Please escort this suspect for interrogation. Warum eigentlich nicht? Dann nehmen wir die beiden auch noch mit in diesen Part. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Jein. Kommt drauf an, wie sie sich verhalten, nicht wahr? You are the manager of the baths, is that correct?
Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Yeah. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious. Authoritarian. Unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Okay, er ist also einer der wenigen Menschen, die ihn nicht mögen. Interessant. Trotzdem hat er natürlich von ihm keinen Nachteil erfahren, von daher. Ja, wegen eines Motives. Eigentlich wissen wir das ja auch alles so schon aus den Dokumenten. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow, he saw the body first. Genau, stimmt. Der Dampf war halt viel zu dick, um irgendwas zu sehen, genau. Das entspricht der Wahrheit und er weiß, dass Garrow die Leiche zuerst gesehen hat. Das ergibt auch Sinn. Also warum sollte er es nicht wissen, ne? Ja. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Also ich habe gerade ehrlich gesagt nicht ganz genau aufgepasst, was er gesagt hat, aber ich hab nämlich nur noch drüber nachgedacht. Einer von den dreien muss ja gleich lügen bei dem, was er gesehen hatte, deshalb bin ich gleich gespannt, was dann noch Blinkhorn sagen wird. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Ist das nicht so gewesen? Doch klar. Wegen Blinkhorn, der war doch nicht so schnell. Wie lief ihre Arbeit? Also. Hä? Ja oder nicht? Das ist ja viel später. Pitkins Brief, aber da steht doch drinne, dass das Blinkhorn zu langsam war. Oder nicht? Hä? Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the baths' publicity. So yes, I changed my mind. Ja, ergibt Sinn. Ich war nur gerade verwirrt, dass wir irgendwas dagegen sagen, also dass wir ihn unterbrechen wollten, obwohl er ja diese Wahrheit gesagt hatte in dem Sinne. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Ja, genau. Übrigens zu seiner Körperhaltung, das fand ich noch ganz interessant, ist mir erst später, viel später aufgefallen. Und zwar der Mexikaner im letzten Fall, als wir den konfrontiert hatten mit einigen Fragen, bei denen er lügen musste, hat er die Arme verstrengt, also so halt abweisend vor sich. Interessantes Detail. Vor allen Dingen halt, weil der hier jetzt auch gerade so offen und selbstbewusst hier sitzt. Entweder spielt er auch irgendwas so vor, ne, aber er scheint schon sehr selbstbewusst zu sein. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Gucken, ob wir die Körperhaltung hier auch gleich überhaupt angucken. Also es wäre interessant, wenn wir das machen könnten. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wir das bisher noch nie hatten. Ja, Geringschätzung, das ist natürlich auch, ja, okay, sein, nicht nur Selbstbewusstsein, sondern eben auch, dass er hier überhaupt keinen Bock drauf hat. Ja, das wussten wir ja schon, also das, ja, ist klar. War da gerade was? Nee, war es nicht, okay.
Ups, irgendwas habe ich an... Arroganz auch, ja. Ist ja meistens bei Selbstsicherheit. Ja, wollen wir kurz gucken? Oder wollen wir es erst noch lassen? Wir lassen es erst noch. Und obwohl, vielleicht könnten wir dann irgendwas rausfinden, mit wem wir wieder Blinkhorn dann auch konfrontieren könnten. Aber ich glaube, ich konfrontiere erst Blinkhorn generell und befrage ihn. Ups, das wollte ich gar nicht. Please escort this suspect for interrogation. Ich drückte aus Versehen F. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Okay, not at all, also nicht im geringsten, wie es da auch unten stand. Interessant. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Hmm. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Okay, macht daraus nicht mal ein Geheimnis. Ich dachte jetzt, würde direkt anfangen zu lügen und sagen, ja, alles lief gut und so. Aber sagt direkt, okay. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive, too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Okay. Kann natürlich alles so wahr sein, ne? Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Hm. Ich meine, er könnte ja Garrow einfach quasi ins Messer laufen lassen. Wäre ihm dann egal, wenn er der Mörder war. Ich bin mir gerade nicht sicher, wenn er sagt, dass Garrow dann blutverschmiert war, ob er meint, dass das schon während des... Also halt, als der Dampf noch da war, sozusagen, war, weil das konnte er dann ja nicht gesehen haben, aber dann wiederum hatte Pitkin ja was Ähnliches gesagt, von daher. Ja. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Okay. Gerade noch wegen des Champagners. Denn es würde ja am meisten Sinn ergeben, dass der Mörder das Eis mit reingebracht hat. Naja, also. Außer der Mörder würde wissen, oder konnte wissen, dass das Eis sowieso reingebracht würde. Und hätte dann die Waffe da mit reingelegt, sozusagen. Ne, aber. Es ergibt halt mehr Sinn, wenn der Mörder das direkt mitgenommen hat. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Es würde aber auch Sinn ergeben, dass er das dann abstreiten würde. Es kann natürlich auch sein, dass das Sir Rodney selbst war, der den Champagner mit reingebracht hat. Ne. Do you recognize this ring? Certainly.
It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Das ist nicht so ganz korrekt. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Ja, das ergibt dann wieder Sinn. Also das passt wieder als Motiv zusammen. Vor allen Dingen auch, dass er sagt, ja, es lief alles gut. Ne? Das hatte ich ja vorher schon erwartet, dass er das sagen würde. Eben um diesem potenziellen Motiv direkt aus dem Weg zu gehen. Ne? Aber wir wissen es halt trotzdem. Jetzt tut er so, ach so, ja, wusste ich noch gar nicht. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, wenn er nicht der Mörder ist, ergibt es Sinn, dass er erstmal so voll bestürzt ist und so und wirklich nicht drüber nachgedacht hat. Aber eben auch als Mörder würde er das natürlich sagen. Aber sonst ist, also das gefällt, also ich habe jetzt noch nichts Eindeutiges gefunden, wo er wirklich gelogen hätte, so dass man sagen könnte, doch, er ist der Mörder. Halt, dass er irgendwas wüsste, was er eigentlich nicht wissen dürfte oder sowas. Von daher. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Nicht wohlhabend, also er ist auch in keiner guten finanziellen Situation, das heißt, es würde ihm schon gut tun, jetzt den ganzen Lohn einzuheimsen. Vor kurzem gegraben, ja, wir hatten ja auch beim Opfer, Sir Rodney, hatten wir ja auch, genau, Spuren unter den Fingernägeln. Er hat hier Hornhaut an dieser Stelle. Haben die wohl beide gegraben? Möglicherweise. Good day to you, Mr. Holmes. Das ist die Frage, wollen wir nochmal mit jemandem reden, beispielsweise mit Garrow, würde das Sinn ergeben? Oder wollen wir einfach die Herleitung machen? Ich glaube, wir können ja gucken. Ich glaube, er sagt dann schon, dass wir nichts haben. I'm trying to rest. Genau, wenn wir nichts haben, dann sagt er das. Do you have something genau, else to ask me? Nee, im Moment nicht. Wir werden allerdings im nächsten Part dann einige Herleitungen anstellen und sehen, was wir sonst noch so herausfinden werden. Und gucken, ob sich vielleicht doch noch ein Verdacht dann erhärtet oder neu ergibt. Oder halt verflüchtigt. Ja, wir haben auch einiges zu tun, glaube ich. Also einige. Ja, wir haben ja einiges. Genau, also mal sehen, was dabei herauskommt im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.